Hey und herzlich willkommen zu Part 14 von Let's Play The Sims 4 Aurora Legacy. Wir sind wieder zurück mit unserer lieben Aura und unserem lieben Elliot. Und im letzten Part haben wir eine wunderbare Zeit mit unserer Familie verbracht. Wir waren bei erst bei Tiana und Kamora zu Hause. Es war so ein bisschen holprig, muss ich sagen. Und danach waren wir noch bei Dorni und bei Raoul zu Hause. Da war es ein bisschen angenehmer, möchte ich meinen. Wir haben das neue Baby kennengelernt. Und, warte, wie hieß es noch? Felix, glaube ich. Ich glaube, es war der kleine Felix. Ja, wir haben einfach ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht, weil Elliot hatte ja bisher nicht die Chance, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, weil Aura ihm das ja so ein bisschen vorenthalten hat. Aber jetzt sind sie ja wieder so ein bisschen auf dem grünen Zweig. Also man merkt, dass Aura halt immer noch so ein bisschen so auf Kriegsfuß mit ihrer Familie ist, sage ich mal. Also nicht direkt, dass sie irgendwie im Streit ist oder so, aber man merkt einfach, dass noch nicht alles so ist, wie es früher war, weil, naja, sie eben einfach abgehauen ist und niemandem gesagt hat, wo sie ist, außer Lily. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich schön, denn Elliot hat sich auch mit seinen Cousins angefreundet, mit dem einen mehr oder weniger. Und wir haben einfach ein bisschen die Zeit gemeinsam genossen und versucht, ein bisschen die Familie zu stärken. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt hier in diesen Part rein, denn ich habe heute etwas Besonderes vor, was sich viele von euch gewünscht haben. Deswegen legen wir jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier sind wir nun mit unserer wunderbaren Aura, die gerade ganz fröhlich um 9 Uhr morgens einen Herbstsalat isst. Denn sie ist gerade aufgestanden und hat sich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich unbedingt einen Salat essen möchte. Elliot ist in der Schule, er ist ein bisschen traurig, weil das Erntedankfest gestern nicht ganz so toll war. Obwohl wir eigentlich ja ein paar Sachen abgeschlossen haben, aber ihr wisst ja, wie das Ganze immer ist. Und ja, er braucht ein bisschen Spaß, aber das ist jetzt halt in der Schule nicht vorhanden. Wir lassen ihn mal fleißig lernen, weil ich möchte ja, dass er ein sehr, sehr guter Schüler wird. Und ich hatte euch ja im letzten Part auch gefragt, wie ihr das finden würdet, wenn er Pfadfinder werden würde. Und die Idee fandet ihr sehr, sehr cool. Deswegen werden wir das dann auch machen, dass wir ihn in die Pfadfinder-außerschulische Aktivität stecken. Und dann habt ihr nämlich geschrieben, dass es voll cool wäre, wenn Dirk und Dusk auch dorthin gehen würden, also seine Cousins, und dass sie dann da immer zusammen quasi zur AG gehen könnten. Genau, dann habe ich Aura jetzt heute Nacht noch einen Pulli stricken lassen. Also den hatte sie schon, ja, perfekt. Den hatte sie schon fertig, aber den hat sie jetzt noch fertig. Also, die hatte den angefangen, wollte ich sagen, und sie hat ihn jetzt noch fertig gestrickt. Er ist von schlechter Qualität. Ich weiß nicht genau, warum da immer unvollendeter Pulli steht, also was das zu bedeuten hat. Lou schenken? Ist Lou hier? Wait, wo ist Lou? Falls ihr euch daran erinnert, Lou war eines Tages hier auf unserem Grundstück. Oh mein Gott, Lou ist in Werwolfform. Eieieiei. Gut, dann können wir natürlich jetzt nicht mit ihm reden. Also, weil, wenn wir etwas mit ihm so anfangen, dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob Aura ihn unbedingt direkt als Werwolf kennenlernen sollte. Vielleicht können wir es aber auch so machen, dass sie ihm so ein bisschen hilft, eben diese Aggression zu überwinden, denn die Werwölfe werden ja zu Werwölfen, wenn sie aggressiv sind. Wir können jetzt auch tatsächlich nur Lauf wegdrücken, also warte mal, was passiert denn, wenn wir in der Nähe sind? Nina, manche Dinge sollte man einfach nicht ausprobieren, weißt du? Aber ist mir egal. Living on the edge. Und dann, das, was ich gerade meinte, was ihr euch halt alle gewünscht habt, was ich unbedingt dann machen möchte, ist, dass wir Aura gleich ein kleines Umstyling geben, denn wie gesagt, das haben sich einige gewünscht und ihr habt geschrieben, dass auch wenn das mit Marco jetzt vielleicht so gut wie vorbei ist, dass sie dann vielleicht ja doch immer irgendwie den Fehler bei sich sucht, also Aura jetzt, und dass sie halt immer denkt, sie wäre nicht gut genug gewesen und dass sie halt nicht Frau genug ist quasi und ja, dass sie deswegen jetzt vielleicht ein bisschen erwachseneren Stil bekommen sollte, weil sie ja jetzt doch noch sehr kindlich gekleidet ist. Jetzt ist Lou, glaube ich, weg, oder? Ja, also ich kann auch nicht mehr, also ich kann einfach gar nichts mehr drücken. Warum? Hallo? Okay, keine Ahnung, wo Lou jetzt hin ist. Aber ist auch nicht so schlimm. Das macht nichts. Dann machen wir jetzt einfach das Umstyling. Dann starten wir jetzt da rein. Ich bin mir halt auch noch nicht zu 100% sicher, ob ich mit Lou das anfangen möchte, weil ich noch nicht so weiß, ob ich das mit dem... Also erstens, ob ich das mit dem Werwolf-Gameplay mit integrieren möchte, weil wir ja jetzt hier schon das... also sie als Hexe haben quasi. Und dann weiß ich auch nicht genau, ob Aura schon bereit ist, halt jemanden kennenzulernen. Weil ich genieße das eigentlich auch, dass sie halt die alleinstehende Mama ist und das Leben halt so alleine bestreitet. Und ich sehe sie jetzt nicht unbedingt mit einem Partner einerseits, zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weil sie natürlich auch immer noch an Marco hängt und da vielleicht ja auch so richtig Vertrauensprobleme bekommen hat, dass sie jetzt, dass es ihr eben schwerfällt, Leuten zu vertrauen und so weiter. Aber ja, ich würde sagen, wir starten mal in ihr kleines Umstyling rein. Vielleicht gibt es ja sogar eine neue Frisur, man weiß es nicht. Ich fände es eigentlich auch ganz geil, wenn wir so ein Radikal-Umstyling machen würden. Also was heißt Radikal-Umstyling? Aber dass wir ihr vielleicht sogar eine andere Haarfarbe geben würden. Aber ich meine, es soll ja immer noch Aurora sein und die hat ja schon lange blonde Haare. Ich weiß es noch nicht. Ich schaue jetzt mal. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen.
okay, ich bin fertig mit dem Umstyling. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Erwachsener ist, aber mir ist es relativ schwer gefallen, trotzdem noch Auras Stil beizubehalten. Also, dass er halt trotzdem sehr verspielt ist, weil irgendwie hat er sich falsch angefühlt, bei ihr dann halt wirklich so einen komplett anderen Stil zu machen. Ich weiß auch nicht. Ich konnte ihr auch keine andere Frisur geben, weil ich finde, sie sieht einfach so schön aus mit diesen Haaren. Und ja, es ging einfach nicht. Dieses Outfit habe ich gelassen. Das war das einzige Outfit, was ich jetzt nicht verändert habe von den Alltagsoutfits. Das ist jetzt eins ihrer neuen Outfits. Ich möchte bitte die Person verklagen, die sich bei EA dafür entschieden hat, dass diese Animationen alle 3 Sekunden Sinn machen. Das ist ganz kurz, möchte ich ganz kurz loswerden. Naja, das ist auf jeden Fall eins ihrer Outfits. Finde ich richtig, richtig niedlich. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir dieses Outfit. Das Kleid finde ich auch super süß. Ist jetzt natürlich nicht sonderlich herbstlich. Wir gehen jetzt in den Herbst-Winter rein. Vielleicht ist es ein bisschen dumm, ne, dass ich ihr dieses Outfit gegeben habe. Okay, wartet, wir machen das Kleidchen weg, weil wenn sie dann so im Alltag rumläuft, das ist auch doof, weil es halt einfach gerade überhaupt nicht in die Jahreszeit passt. Sie hat auf jeden Fall jetzt noch dieses Kleid, was ich auch super süß finde, mit diesem Pullover drüber und dann dieses Outfit, was ja dann auch nicht passt, ne? Okay, Nina, machen wir das leider auch weg. Wir versuchen jetzt wieder so ein bisschen die Jahreszeiten beizubehalten. Ich erinnere mich noch, dass ich das früher immer bei Sims 3 gemacht habe, also zumindest versucht habe, dass wir denen immer so den Jahreszeiten entsprechend kleine Umstellings gegeben haben und das ist natürlich auch ganz schön, wenn die das jetzt hier dann auch so ein bisschen haben. Dann hat sie ein neues Kleidchen für die formelle Kleidung. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Dann Sportkleidung habe ich so gelassen. Bei der Schlafkleidung habe ich versucht, ihr so ein bisschen was Wärmeres anzuziehen, weil noch schlafen sie am Zelt draußen. Und deswegen dachte ich mir, macht das Sinn, dass sie eben dann draußen auch dann ein bisschen wärmer angezogen ist. Ich gebe jetzt nochmal eben den Cheat ein, weil sonst schmeiße ich hier gleich meine Maus gegen die Wand oder so. Zack. Dann haben wir noch ihre Partykleidung. Die finde ich auch sehr, sehr cool mit diesem knallpinken Pullover und den Converse. Dann habe ich die Schwimmkleidung nicht verändert. Ihr heißes Wetter-Outfit, da hat sie einfach ein neues Kleid bekommen. Und ein kaltes Wetter-Outfit mit so einem Crop-Top. Weiß ich jetzt auch noch nicht, ob das so viel Sinn macht. Aber ich fand es schön. Deswegen, ja, das ist ihr Umstyling. Wir müssen uns mal ein bisschen um ihre Haut kümmern, denn sie hat ein bisschen unreine Haut über die letzten Wochen bekommen. Macht ja aber vielleicht auch Sinn, weil die hygienischen Zustände in ihrem Camp sind ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die besten. Zumal sie ja auch faul ist. Ich persönlich bin auch ein sehr fauler Mensch, was jetzt so Skincare angeht. Vielleicht kann man dann auch über die Schiene gehen, dass sie eben da auch nicht so viel macht. Und das ist deswegen halt auch so ein bisschen, dass ihre Haut darunter leidet, was ja auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber vielleicht können wir gucken, dass wir da nochmal so ein bisschen... Weil eigentlich finde ich das auch ganz süß, dass Aura dann einfach immer so ein bisschen mit Akne zu kämpfen hat. Also was heißt... Süß, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Was macht sie da? Singt sie? Och, Aura, du Maus, wie süß bist du denn? Dieses Outfit gefällt mir richtig gut. Das finde ich richtig, richtig sweet. Oh mein Gott, richtig süß. Vielleicht beruhigt sie das Singen so ein bisschen. Vielleicht lenkt sie sich damit so ein bisschen von der Marco-Geschichte ab. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr es voll cool fändet, wenn sie so ein bisschen in die Meditationsrichtung gehen würde. Wir wissen ja alle, dass unsere Aura sehr ähnliche wie ihre Oma tickt, also wie Ella. Und Ella hatte ja auch immer eine Schwäche für die Meditation. Und ich könnte mir irgendwie bei Ella, bei Aura auch vorstellen, dass wir die Wellnessfähigkeit noch so ein bisschen erforschen, weil sie eben auch ein fauler Sim ist. Und dadurch, dann habt ihr auch gesagt, dass es zum Beispiel mit dem Cheerleading nicht so viel Sinn gemacht hätte. Und dann macht es ja vielleicht mehr Sinn, wenn sie, also nicht, dass die Menschen, die meditieren, faul sind, aber dann macht es ja vielleicht Sinn, dass sie eben so sich sehr viel mit Meditation und mit Yoga beschäftigt, weil das kann sie auch mal draußen machen. Und dann gucken wir mal, was da noch so mit reinpasst, weil ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie halt dann so diese Achtsamkeit auch so ein bisschen predigt und dass man eben sehr auf sich selber auch achtet und so. Und das kann man ja sehr gut, wenn man hier mitten im Wald ohne jeglichen Nachbarn wohnt. Also das fand ich eigentlich noch eine sehr, sehr schöne Sache. Ist natürlich jetzt gerade schwierig, so rein geldtechnisch, dass wir uns das nicht kaufen können. Ich glaube, dass hier in der Nähe ja auch kein Fitnessstudio ist, ne? Vielleicht könnten wir ja, wartet mal, wir gehen mal ganz kurz in die Welt. Vielleicht könnten wir ja irgendwie hier so ein kleines Yoga-Studio oder so platzieren. Das wäre ja irgendwie richtig süß, wenn es das hier geben würde. Ihr habt mir auch noch geschrieben, dass ihr es auch voll cool fändet, wenn Tiana, Kimora und Laura jetzt wieder auf die kleine Farm ziehen und Dawn mit ihrer Familie auf die große Farm zieht. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Das können wir auf jeden Fall machen. Machen wir aber nicht jetzt, weil ich möchte dann nämlich auch noch das Haus so ein bisschen mehr einrichten, weil in dem Alter, also auf der kleinen Farm, ist ja jetzt nicht mehr so viel an Möbeln, dadurch, dass da so viel Custom-Content auch drin war. Okay, Hashtag Tatosa haben wir hier schon drin. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier sowas, was gibt man denn da ein? Gilt das als Fitness? Ich glaube schon. Gucken wir mal, was es da gibt. Beach Gym und Yoga, das klingt ja schon mal sehr cool. Das ist natürlich leider das Grundstück, was wir schon verwendet haben. Wartet mal, wir gehen mal auf... Ach, das ist schon
auf am beliebtesten. Ich dachte jetzt eher an sowas super Kleines, dass es so ein kleines, gemütliches Spa quasi ist, wo man dann so Yoga machen kann. Wir können daraus auch noch mal eine kleine Community-Aktion machen. Falls jemand von euch Lust hat, so ein kleines Spa zu erstellen, was kein richtiges Spa ist, sondern wo es halt eher so um, also wie so ein Yoga-Areal quasi, wo man meditieren kann, wo man Yoga machen kann. Vielleicht mit so einem kleinen Garten, mit so einem Zen-Garten, wo dann so ein kleiner Teich ist. Das fände ich richtig schön. Und dann vielleicht auf diesem Grundstück hier, warte, wir gucken uns das mal eben an. Das ist auch nicht so groß, sondern wirklich nur so ein ganz kleines Ding, wo Aura dann immer so mit ihrem Fahrrad hinfahren kann und dann lernt sie eben so diese Achtsamkeit. Das fände ich irgendwie richtig, richtig schön. Ja, guck mal, das wäre doch ein perfektes Grundstück. Dann kann man dann nämlich hier so auf den Turm von Tatosa gucken und auf die Stadt und man ist trotzdem hier in Ruhe oben auf diesem Grundstück. Also wäre super cool, wenn ihr das auf diesem Grundstück hier bauen könntet. Wenn ihr jetzt das Pack nicht habt, ist das natürlich überhaupt nicht schlimm. Dann könnt ihr das einfach auf einem 30x20 Grundstück bauen und ja, dann würde ich mich riesig freuen. Dann könnt ihr das unter dem Hashtag Aura Yoga einfach. Also Hashtag Aura Yoga. Ja, würde ich mich voll freuen. Dann können wir das nämlich platzieren. Dann können wir hier regelmäßig so ein bisschen Yoga machen und das fände ich irgendwie eine sehr, sehr schöne Sache, wenn wir dann da immer mehr eintauchen und vielleicht können wir dann ja auch nochmal so ein bisschen vielleicht nach Mount Komorebi reisen, weil da ja auch viel so mit der Achtsamkeit gepredigt wird und sowas. Wäre ja irgendwie auch eine richtig schöne Sache. Ich finde, das passt irgendwie zu Aura. Wenn ihr das ganz anders seht, dann können wir das natürlich, also können wir das natürlich komplett umschmeißen, die Idee. Also ne, ihr wisst, ihr seid immer Teil des Ganzen, aber irgendwie fand ich die Idee ganz schön. Deswegen können wir uns dann ja mal daran wagen. Achso, und die Idee mit dem Wohnwagen fandet ihr übrigens auch super. Da hatte ich euch ja gefragt, ob wir halt den beiden so einen kleinen Wohnwagen bauen sollen. Das wird witzig, wenn Nina einen Wohnwagen baut. Ich denke mal, da werde ich vielleicht so eine Speedbuild-Aktion draus machen, dass ich dann ein gesondertes Video dazu mache. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Und ja, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, obwohl vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht einschätzen. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, Aura geht es eigentlich ziemlich gut. Hallo Schatz, ich bin's Mama. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und zu vorbeikommen und deiner alten Mutter sagen, dass du sie liebst, oder? Wir können sagen, ich komme morgen. Warum kommst du jetzt nicht einfach vorbei? Ich kann nicht, aber danke für den Anruf. Das finde ich lustig, weil ich dachte immer, das kommt von der Mod, aber das ist anscheinend ja vom Game selber. Das ist ja sehr, sehr süß, weil ich erinnere mich noch daran, dass Ted das auch immer bei JD gemacht hat. Das vermissen wir nicht, meine Lieben. Mama, wir haben gerade aber überhaupt keine Zeit. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Geld haben. Also es tut mir sehr leid. Ich komme vielleicht morgen. Also wir waren gerade da, weißt du? Also immer diese anstrengenden Familienmitglieder, die einfach immer Zeit mit einem verbringen wollen. Ich wollte sie nämlich gerade stricken lassen, denn wir müssen das Strickbusiness jetzt weiter ausbauen. Wir stricken jetzt einen Pullover. Und zwar stricken wir jetzt einen weißgrauen Kinderpullover. Und den stricken wir jetzt in einem durch. Und dann ist der hoffentlich auch ausgezeichnete Qualität. Und wir werden dann einfach richtig viel Geld damit verdienen. Das Problem bei Etsy, also Plopsy, ist halt immer, dass das dann eine Weile dauert. Aber wenn wir dann ein bisschen Geld bekommen, dann ist es ja auch immer ziemlich viel. Also, was heißt immer, aber oft ist es dann ziemlich viel. Wir haben ja jetzt ein paar Mal mehrere hundert Euro, $100 bekommen. Warum ist dieses Ding schon wieder kaputt? Das kann doch nicht sein. Oh, Heidewitzka. Wir erreichen ein neues Fähigkeitslevel. Noisy. Aura, du bist einfach eine Rakete. Oh mein Gott, Level 9 der Strickfähigkeit. Aura Peony kann Pullover-Schal-Kombis stricken. Oder wie wir sie gerne nennen, Spullis. Wow, Wahnsinn. Ein Storch hat uns ein Geschenk dagelassen. Das war natürlich ein Witz, aber Raoul und ich haben unser Baby nach Hause geholt. Komm doch vorbei, wenn du Zeit hast. Dawn? Ich weiß nicht, ob die gestern alle irgendwie Brain AFK waren, aber wir waren gestern und vorgestern die ganze Zeit bei euch. Ich weiß, ihr wollt alle Zeit mit mir verbringen, aber ich muss wirklich ein bisschen Geld verdienen. Sonst kommen wir nicht über den Winter. Elliot ist jetzt auch wieder da, ist ein bisschen gestresst, aber wir werden ihn jetzt für die Pfadfinder anmelden und danach geht es ihm bestimmt schon viel besser. An Außerschule Aktivität teilnehmen. Pfadfinder. Sehr cool. Supi. Dann können wir nämlich sein Abzeichen-Ding auch mal hier hinstellen. Dann hat er hier auch so ein bisschen was, was so ihm gehört. Schön. Ja, gut. Also er hat noch nichts gemacht. Was sollte er auch? Also das geht ja gar nicht, aber er kann jetzt mal seine Hausaufgaben machen. Ich glaube, dann kriegt er da nämlich auch schon mal einen gute Nudelstern quasi und kann seiner Mom dabei zugucken, wie sie hier strickt. Aber sie ist schon fast fertig. Das heißt, wir haben dann schon... Oh nein. Hä?
Was ist jetzt los? Pausenklauer. Ein anderes Kind hat Elliot bedroht und ihm das Pausengeld abgenommen. Er ist weinend in das Sekretariat gekommen. Findet das Kind, sonst finde ich es. Er muss lernen, sich zu verteidigen. Schwierige Sache, weil ich glaube, Aura würde weder das eine noch das andere sagen. Also wir sagen jetzt, er muss lernen, sich zu verteidigen, aber das sagen wir Elliot natürlich nicht, weil wir sagen ihm nicht, dass er halt die hauen soll oder so. Wir halten vielleicht eher so einen Pep-Talk, dass wir ihm so sagen, dass er sich für sich selber stark machen muss und so weiter. Auch so ein bisschen über die Achtsamkeitsschiene, dass man einfach andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte und so weiter. Und dafür sinkt seine Empathie. Das war natürlich jetzt sehr toll. Okay, unser Pulli ist fertig. Er ist normale Qualität, was natürlich jetzt nicht so toll ist, aber wir werden ihn natürlich direkt auf Plopsy hochladen. Und ihr habt mir auch zu den Blumen übrigens geschrieben, dass die hier ja geschützt sind, weil da noch das Dach drüber lappt. Da steht ja auch geschützt, aber irgendwie ist mir das nie so richtig aufgefallen. Aber deswegen wachsen halt diese Lilien noch, nur damit ihr da auch Bescheid wisst, das habt ihr mich auch wissen lassen. Warum hat er sich denn jetzt ein Pfadfinderabzeichen verdient? Also, dass es so schnell geht, hatte ich jetzt auch nicht eingeplant. Wissenabzeichen? Ey, du Rakete! Oh mein Gott, dieses Kind ist einfach, also, wow. Er wurde befördert. Er ist jetzt ein Greifenpfadfinder. Am ersten Tag, also du bist einfach der geborene Pfadfinder. Guck mal, jetzt geht er direkt mal die Blumen bewässern. Er ist wirklich der geborene Pfadfinder. Wow. Und Aura, die perfekte Hausfrau. Guck mal, sie räumt hier erstmal auf. Ich glaube, wir versuchen mal ganz kurz was. Wie viel Geld kriegen wir, wenn wir das hier abreißen? Weil das ja schon relativ teuer ist. Ja, habe ich mir nämlich gedacht. Das sind 1000 Simoleons, die wir da bekommen. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich irgendwie hin, unseren Wohnwagen doch schon zu bauen. Wait. Okay, ich habe mir mal ganz kurz ein Bild aufgemacht von so einem Wohnwagen, der schon gebaut wurde. Ich möchte das jetzt mal ganz kurz hier ausprobieren. Ich kann das ja alles wieder rückgängig machen, wenn es geldtechnisch nicht passt. Aber theoretisch kriegen wir das ja vielleicht hin, weil es ist ja nicht so viel größer als das, was wir bisher haben. Vielleicht müssen die beiden dann tatsächlich in einem Hochbett schlafen, was mir ein bisschen leid tut. Aber Privatsphäre ist ja halt nicht, ne? Okay, wir bauen das hier hin. Ich würde sagen, vielleicht so groß. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Aber wir könnten es ja auch mit der Zeit dann noch ein bisschen vergrößern. Das Zelt brauchen wir eigentlich dann auch nicht mehr. Warte mal, das verkaufe ich dann auch mal eben. Keine Sorge, wie gesagt, ich kann das ja alles wieder rückgängig machen, wenn ich das dann doch nicht machen möchte. So, und dann machen wir da jetzt ein Dach drauf. Guck die ganze Zeit mal darüber, weil ich da ein Inspirationsbild habe. Dass das nämlich irgendwie so ein bisschen so ist. Ich glaube, das ist gut. Und dann soll das aber nicht überstehen. Kann das... Nein. So... Ja, sehr gut, Nina. Oh mein Gott. Und dann habt ihr mir nämlich geschrieben, dass es im Debug so eine Art... Warum habe ich eigentlich keine Musik? Aha. So eine Art Reifen gibt. Wir können aber auch das so ein bisschen hoch machen. Können wir dann das hier auf Stelz... das ist nicht der Vibe. Ich glaube, dafür müssen wir das noch höher machen, oder? Könnten es halt so machen. Nee, ich glaube, das ist kacke. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ne? Wo finde ich das? Deko? Oh, um Himmels Willen. Also ihr habt gesagt, da gibt es halt sowas, was so ein bisschen aussieht wie so ein Reifen. Oder warte, vielleicht gibt es ja einen Reifen. Ein Reifen. Oh, der ist falsch rum. Das ist nicht das, was ich möchte. Okay, also hier sind schon mal Autos. Aber ich will kein Auto. Wir könnten hier so ein Steuerrad dran machen. Sieht ja fast aus wie ein Reifen. Ich hoffe, ihr wisst, was das für eine Herausforderung hier gerade für mich ist. Ich mache das nur für euch. Spaß. Nehmt einfach solche Kränze als Räder. Lustig, Nina. Lustig. Daran merkt man, dass ich nie baue. Wait, wir könnten das vielleicht als Reifen nehmen. Und das größer machen? Oder sieht das bescheuert aus? Wenn das einfach so in Schwarz machen? Sieht doch fast aus wie ein Reifen, oder nicht? Also ich finde das schon gut. Wait. Also das ist ja wohl fast ein Reifen. Wahrscheinlich gibt es noch was Besseres. Aber ich, also das finde ich schon mal nicht schlecht. Hier gibt's ja, guck mal, wir kaufen einfach das. Oh, wie toll. Mensch, wenn man die nur nutzen könnte, ne? Das wäre was Tolles. Süß. Seit wann sind Warnschilder süß, Nina? Kannst du mir das verraten? Oh nein, ich habe vergessen, dass mein Oberteil dreckig ist. Falls es irgendjemand aufgefallen ist, bitte nicht verraten. Ich habe eben gekocht und es war ein bisschen spritzig. Okay, also was Besseres finde ich nicht. Wenn es noch etwas anderes gibt, was halt besser als Reifen geeignet ist, dann könnt ihr mir das natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Ansonsten würde ich das einfach so als Reifen benutzen. Ich finde, das sieht reifig aus, oder? Sieht ja wohl super reifig aus. Von der Seite auch. Aber, Nina, Autos haben schon
4 Reifen. Oh, das ist ja ganz schön teuer, diese Reifen. Oh nein. Okay, wartet. Wir müssen, also wir haben gerade, wir haben einen Plan. Wir können leider nicht fahren. Das ist sehr tragisch. Wir haben kein Geld für 2 weitere Reifen. Wir brauchen jetzt noch eine Tapete. Ich finde das, wie das hier ist, eigentlich ziemlich schön. Oh, das sieht auch schön aus. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin, dass das wohnwagig aussieht. Aber hey, also so ganz unwohnwagig sieht das nicht aus, oder? Theoretisch könnten wir doch jetzt sogar die Ecken rund machen, oder nicht? Man kann doch jetzt in den Sims runde Ecken machen. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Das geht, ne? Aber ich weiß nicht, wie. Das stresst mich auch jetzt schon. Hier, abgerundeter Raum. Nee. Wir haben den eckigen Wohnwagen. Das ist schon okay so. So, und wenn wir da jetzt noch ein bisschen mit Fenstern und so arbeiten. So kleine Fenster. So eins. So eins. Vorne muss natürlich ein großes Fenster hin, weil das ist ja dann, oder? Wie sieht ein Wohnwagen aus? Nein, ich weiß, wie ein Wohnwagen aussieht. Meine Eltern haben auch einen Wohnwagen. Nicht so, Nina. Ich meine, das muss ja auch nicht richtig ein Wohnwagen sein, sondern halt so ein Trailer. Wie das halt in Amerika immer in diesen Trailerparks ist. Oh, das ist, glaube ich, ein cooles Fenster. Gibt es das in richtig weiß? So. Sieht nicht wohnwagig aus, aber ist nicht schlimm. So, und jetzt das essentiell Wichtige. Aha, eine Tür ist essentiell wichtig, Frau Simfinity. Mann, oh, ich habe jetzt kein Geld für eine Tür. Können wir mal irgendwas verkaufen? Ja, nee, irgendwie nicht, ne? Wo wir können ein Waschbecken verkaufen. Guck mal, wenn wir dann da drin wohnen, dann brauchen wir nur noch ein Waschbecken, deswegen können wir das hier verkaufen. So, jetzt brauchen wir die Tür. Ist das eine Wohnwagentür? Wie sieht eine Wohnwagentür aus? Das ist ein bisschen eine Wohnwagentür, ne? Ich glaube, wir müssen das Ganze tatsächlich einen hoch machen. Ich glaube, so eine runde Tür wäre cool, aber halt in wohnwagiger. Die vielleicht? Warum ist das alles so ein Pain? Oder das? Ist das eine Wohnwagentür? Könnte. Also ist auch ein bisschen eine Wohnwagentür, oder? Schon. Es sieht überhaupt gar nicht aus wie ein Wohnwagen. Aber pass auf. Ich kann es mir nicht leisten, korrekt? Noch hier. Guck, das hier macht es jetzt aus. Wie viel kostet es? 145? Warum ist das so teuer? Wir brauchen das. Das ist wichtig für den Wohnwagen. Oh mein Gott. Okay, dann brauchen wir das Geld wohl für andere Dinge. So, wir richten jetzt unser Haus ein. Oh mein Gott, Leute, wir haben ein Haus. Und es ist sogar relativ geräumig. Ich bin richtig stolz. Ich finde es ein bisschen schön auch. Mir egal, was ihr sagt. Guck mal, hier kommt dann so das Bücherregal für Elliot hin. Süß. Ah, wir haben keine Tapete da drin, I know. Hier ist so das Schulprojekt von Elliot. Das kommt auch so hier neben die Tür. Schaut mal so. Das Fahrrad stellen wir hier so vor die Tür. Tada. Dann richten wir unsere Küche ein. Die Küche kommt dann hier drüben so hin. Ach, wisst ihr was? Jetzt gehen die doch wieder nicht auf Klo, weil sie keine Wand haben. Och, Mann. Ach, dann, wisst ihr was? Nee, dann muss der andere einfach mal rausgehen. Wenn einer auf Klo muss oder baden, dann muss der andere raus. Obwohl, wir können ja eigentlich den Grill verkaufen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben ja einen Herd. Wir haben keinen Herd. Wir haben nur einen Ofen. Naja, egal. Man kann ja nicht alles haben. So, und dann können wir uns nämlich vielleicht noch... Ach, das ist ja auch egal. Wir brauchen keine Wand. Wände werden überbewertet. Vielleicht nicht. Wir gucken jetzt mal kurz. Die Badewanne ist halt auch so super unpraktisch, ne? Für einen Wohnwagen. Brauchen wir auch eigentlich nicht mehr, weil Elliot ist ja kein Kleinkind mehr. Wir könnten ja die Badewanne verkaufen und uns stattdessen eine Dusche kaufen. Was haltet ihr von der Idee? Guck mal, hier so eine Campingdusche. Also das ist schon eine wahre Wonne, würde ich sagen. Es ist so provisorisch. Ich hasse es. Aber warte mal. Nee, dann können wir ja auch, wir nehmen einfach diese Unsichtbar-Dusche hier. Wir machen jetzt doch eine Wand dahin, wenn wir genug Geld haben. So, Wand. Nur wie? Die Küche muss nochmal kurz ausziehen. Ist ein ganz schön großes Badezimmer, ne? Aber es geht nicht anders. Oh, wir haben durch das Fenster gezogen. Oder können wir das so machen? Ist zwar auch durch das Fenster, aber ist ja eh so ein doppeltes Fenster. Ich glaube, das ist besser so. Dann kommt hier das Waschbecken da drin. Oh, Leute, ich glaube, ich hab's. Und die das Klo kommt so hin. Ich weiß nicht, ob die das benutzen können. Ich weiß nicht, ob die in die Dusche können. Aber das werden wir herausfinden. Dann brauchen wir eine Tür. Die finde ich eigentlich voll süß. Nee, wir brauchen so eine ganz schlichte. Die ist voll schön, die Tür. Die habe ich noch nie benutzt. 75, ein bisschen teuer, ne? 105 ist noch teurer, Nina. Schlichte Tür. Ach, Hilfe. Nee, wir nehmen die abgerundet hier. So, wir brauchen nämlich eine rosane Tür. Ist doch ganz klar. Nee, okay. Die hat zu viel Rahmen. Ich glaube, so eine Tür ist auch ganz cool. Wir brauchen eine pinke Badezimmertür, ja. Ist die abgeschlossen? Exklusiv für Sims verfügbar, die Mitglied... Ach so, das ist, glaube ich, aus dem Debug. Ich glaube, ich habe den falschen Sheet eingegeben. Habe ich so im Gefühl. Ihr werdet in den Kommentaren gerade schon wieder alle ragen. Nina, bist du dumm? Ich glaube, wir nehmen die Filmstudio-Tür. Da steht dann so, Achtung, hier könnte es eng werden. Okay, super.
Perfekt. Und dann ist hier so die Küche und der Kühlschrank steht so hier drüben. Das ist halt so. Der Mülleimer noch. Der Mülleimer steht hier neben der Tür. Tada. Wo ist unser Esstisch da? Der Esstisch kommt hier hin. Hör mal. Warte mal, wir müssen den Kühlschrank so hinstellen, damit das besser passt. Also, da soll noch mal einer sagen, wir wären arm. Also, ich meine, das sieht jetzt nicht nach Reichtum aus. Das sehe ich ein. Aber, also, das ist schon toll. Platz für dieses Ding ist hier jetzt nicht mehr, oder? Doch, da können wir das in die Mitte machen vielleicht. So, das ist schon stark. Haben wir noch Geld für eine Tapete? Eine rosa Farbe. Okay, es muss ja nicht alles rosa sein. Aber eigentlich schon. Schroff gebürstet finde ich immer toll. Ja, wir nehmen schroff gebürstet. Haben wir Geld für einen Boden? Was hat man in einem Wohnwagen für einen Boden? Eigentlich so einen Gummiboden, ne? So Linoleum-mäßig. Okay, wir haben nicht genügend Geld, um überall den Linoleum zu verlegen. Oh Gott. Wir haben null Simoleons. Aber, Leute, es sieht nicht aus wie ein Wohnwagen. Aber es ist ein Haus. Ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch hin, dass es wohnwagiger aussieht, okay? Ich habe hier noch so ein paar Inspo-Bilder. Nur wir brauchen dafür, glaube ich, noch ein bisschen mehr Geld. Falls ihr noch Tipps habt, wie wir unseren Wohnwagen wohnwagiger aussehen lassen können, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Wartet mal, ich guck mal eben, ob ich das nicht... Nee, dann das vielleicht noch ein bisschen höher. Ich glaube, so ist gut. Und ich glaube... Warte... Wenn wir das vielleicht doch noch einen Ticken höher machen. Ja, jetzt schweben die Reifen halt in der Luft. Ist das, also wenn wir da so ein Fundament drunter machen, sieht das dann nicht so aus, als hätten wir das so quasi, als hätten wir da so ein Sicherheitsvorrichtung für den Wohnwagen platziert? Nein? Sieht nicht danach aus? Okay, ich verstehe. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Okay, also die Reifen, das sehe ich ein, die sind wirklich, also... Ja, ich kann sie jetzt auch nicht mehr auf den Boden stellen. Also, wenn ihr eine Idee habt, was ein bisschen reifiger aussieht, dann könnt ihr es mir sehr, sehr gerne schreiben, weil das ist ein bisschen belastend. Ja, Nina, du kannst doch jetzt nicht den Garten so lassen. Ja, aber was soll ich machen? Weil wenn ich den Zaun lösche, dann ist er ja weg. Five-Head-Move wieder, Nina. Das war wieder eine richtige Five-Head-Aussage. Ja, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich würde den Garten nämlich, glaube ich, dann hier so hier vor irgendwie machen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob die das jetzt benutzen können. Kannst du jetzt hier reingehen und dir zum Beispiel eine schnelle Mahlzeit nehmen? Ein bisschen Dosenwasser vielleicht? Nee, geht nicht. Wir brauchen eine Treppe. Eine Treppe kostet Geld. Das ist schlecht, weil wir haben kein Geld. Nee, okay. Dann muss das Haus leider wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ja! Wir können unser Haus benutzen. Wie toll! Achso, wir testen jetzt mal, ob wir unser Badezimmer benutzen können. Geh mal auf Toilette, auch wenn du gerade nicht so doll musst. Okay, sie kann es nicht benutzen, oder? Hallo? Sie hat einfach gar keinen Bock. Oh, halte dich raus und tröste den Freund anschließend. Wir haben jetzt gerade keine Zeit für solche Sachen. Wir müssen jetzt gucken, ob wir alles benutzen können. Okay, also wir können hier reingehen. Sie will einfach nicht. Es geht einfach weg. Es kommt nicht mal die Option, dass sie das nicht erreichen kann, sondern einfach so, nö. Okay, wartet mal. Ich probiere es anders. Okay, jetzt steckt sie fest. Das ist äußerst belastend. Okay, jetzt kann sie aufs Klo. Wasch dir mal die Hände. Das ist noch nicht die Optimallösung. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das machen. Aber Leute, wir haben ein Haus. Wir haben ein Haus. Wir haben quasi einen Wohnwagen. I can't believe it. Aber ich liebe es ein bisschen. Also sieht gerade noch ein bisschen alles deplatziert aus, weil das hier gerade ein bisschen wild ist. Aber das fixen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Dann machen wir den Garten hier vor und dann wird das irgendwann richtig schön. Dann wird das richtig schön, ich verspreche es. Ich hoffe sehr, dass es euch auch gefällt. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie wir den Wohnwagen noch ein bisschen mehr danach aussehen lassen können, wenn ihr eine Idee habt, was wir als Reifen benutzen können und so weiter, schreibt mir gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr offen für Vorschläge. Und ansonsten freue ich mich dann sehr auf den nächsten Part, wenn wir dann hier in unserem neuen Wohnwagen ein bisschen wohnen können und ja, unseren weiteren Weg weiter voranschreiten werden. Schreibt mir auch gerne, was ihr über die Idee zu der Achtsamkeit denkt und vor allem freue ich mich natürlich auch sehr, wenn jemand mir so ein Yoga-Studio erstellt. Also falls ihr da Lust drauf habt, denkt dran, das mit dem Hashtag AuraYoga zu versehen und dann könnt ihr das in die Galerie hochladen und dann schaue ich mir das an. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Tschüssi! Mwah!